Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Borderlands 2 mit Robotertechnik Patrick. Robotertechnik? Technikfragen, Technik. Ja, und ich bin, jetzt muss ich mal drehen hier so. Ich bin hier jetzt der Handsome Jack, ne? Der Blaue. Der Blaue? Ja, waren beides neue Skins. So, dann wollen wir jetzt mal uns um die DLCs kümmern. Die haben wir ja extra außen vor gelassen. Wollten jetzt erstmal nur das normale Spiel haben. Gut, das gehört noch, glaube ich, zum Hauptspiel, die Quest hier. Echt? Oh gut, dann ja, gehört sie noch. Dann gehört sie noch dazu. Leider muss ich sagen, dass ich deine Hilfe brauche. Digga, Level 50, Schwierigkeit unmöglich. Dicker Overboss voraus, Baby. Nun, da der Krieger besiegt ist und Jack in einer Lache aus eigenem Blut und Exkrementen liegt, könnte man denken, Pandora sei sicher. Doch da dächte man falsch. Ich habe aus rostigem Metall und Speichel einen Seismographen gebaut, der mir sagt, dass irgendwo auf Pandora eine Kreatur von beträchtlicher Kraft erwacht ist. Du wirst sie natürlich vernichten. Ich hoffe, du hast das nötige Iridium, um in ihren Unterschlupf zu gelangen. Warte mal, ist das jetzt... Das wird mir doch der Porter angezeigt. Ich will mal kurz gucken. Wo das sein soll. Okay. 1000 Cuts. 1000 Cuts, das sagt mir was. Aber ich habe jetzt kein Bild dafür. Ja. Also ich denke mal, das werden wir definitiv mit 35 nicht packen. Nee, das wäre verschwendetes Iridium. Ach, das kostet jedes Mal Iridium, was, um da reinzugehen, oder wie? Ja. Ah, ja, gut, dass ich hier einen Experten bei habe. Wie viel Iridium kostet das denn? Es gibt noch anderes, aber ein bisschen viel. Bei dem weiß ich es nicht. Kann sein, dass es unterschiedlich ist. Wer ist schlimmer? Hyperion oder die Banditen? Gut, dann würde ich mal sagen, du weißt ja schon irgendein DLC bestimmt, wo man hinporten kann. Denn ich frage, was sammelst. Ja, nimm irgendwas. Da ziehen wir dann auch eiskalt durch. Achso, der Kampf um Shanks spielt, glaube ich, auch das DLC, was letztens erst dazugekommen ist. Genau, das ist ja das Neueste. Dann lass mal erstmal die anderen machen. Kann sein, dass ich jetzt... Ja? Was willst du denn haben? Headhunter? Wir können auch einen Headhunter machen, also... DLCs haben wir ja alle beide gleich viel. Also... Hatten wir ja extra noch abgeglichen. Piratenschatz, dann... Du kannst eigentlich bei Orte kannst du ganz runter scrollen, dann siehst du das, wo wie... Ganz unten sind die ganzen DLCs dann. Ach, Drachenfestung, Hammerblocksjagd, Kampagne des Metzlers... Nee, Hammerlocks. Achso. Headhunters. Nicht Hammerlocks. Hammerlocks. Ultimativer Kammerjäger-Upgrade. Aha. Okay, das weiß ich nicht, was das ist. Ja gut, was, ganz oben war dann noch der Kampf um Sanctuary. Das war ja das Neueste. Dann nehmen wir jetzt mal... Fangen wir mal von oben an, machen wir mal die Drachenfestung. Bescheidene Docks. Okay. Motto des Tages, immer mit der Ruhe. Oder wie? Ja, das ist es. Wird's gleich sehen. Jo. Ach, Regenbogen, ein Regenbogen. Ein Regenpopel. Ein Regenpopel. Was jetzt noch ein Highlight wäre, jetzt... Es waren einmal ein paar Kammerjäger. Die spielten ein Spiel. Die Welt steht am Abgrund. Die Stunde der Verzweiflung ist gekommen. Entweder wir kämpfen hier und jetzt, oder wir sterben. Also... Würfel die Initiative aus! Inni was? Die bestimmt, wer zuerst angreift. Ich klopp die Inni-Dings. Was geht ab? Ich hab nicht aufgepasst. Komm, Tina, nochmal von vorn. Willkommen, edle Fräulein, zu eurer ersten Sitzung des coolstesten Spiels der Welt. Bunkers und Badasses. Als Bunkermeisterin führe ich euch durch eine fantastische Geschichte und... Moment, warum spielen wir hier Kinderspiele? Ach, weißt du, ich dachte, Schnauze, Mordi! Tina? Aber sie hat recht. Schnauze. Während unsere Kammerjägerfreunde unten diesen Hyperion-Spitzel weichklopfen, dachte ich, wir spielen was. Also wählt eure Spielfiguren. Es gibt den Necromancer, den Kommando, die Sirene. Sirene? Die nehme ich. Meine Sirene heißt Brick und die ist super hübsch.
Tina, warum fangen wir nicht einfach an und regeln das später? Mädchen, du weißt doch, wir müssen noch auf Roland warten. Tina, Roland, du weißt doch, dass er nicht kommt, oder? Er ist nicht mehr da. Der hat sich bestimmt bloß verspätet. Aber gut, fangen wir an. Also, würfel die Initiative aus! Spielen wir jetzt, boah, wie hieß denn das? Willkommen zu den Docks von Flame Rock Refuge. War mal ein richtig nettes Fleckchen hier, bevor der Handsome Hexer alles verwüstet hat. Ich schlage vor, wir gehen in die Stadt und schauen uns um. Es ist ein wunderschöner Tag in Flame Rock Refuge. Ganz anders als... Hast du nicht gesagt, der Hexer habe die Stadt verwüstet? Wie kann es da wunderschön sein? Ich wollte natürlich sagen, es ist ewige Nacht. Und man hört gruselige Musik. Und überall riecht es nach Arsch und Leichen. Oh, hier riecht's nach Arsch und Leichen. Das habe ich damals auch gespielt, so ein Rollenspiel. So ein Pain and Paper. War eigentlich ganz lustig. Was mir gerade einfällt, wir sollten eigentlich nach Veröffentlichung Dings spielen. Nach was? Nach der Veröffentlichung der DLCs. Ach so. Spielen. Okay, gut. Ich muss kurz mal was nachgucken. Okay. An dir rausgekommen sind. Hier kommt halt ein Charakter vor, der was eigentlich von einem anderen DLC ist mit. Ja. So. Am Rande. Das ist natürlich jetzt blöd, denn. Ja, das. Das fiel mir gerade so ein. Ne, ich hab mir gerade nur gedacht, ja, zum Glück haben wir die Hauptstory schon durch, weißt du? Weil da kam ja jetzt die übelsten Spoiler. Ja. Hier die Schatzkiste öffnen. Jo. Muni. Ja, sieht ja schon schön aus. Also entweder wir hätten mit dem Piraten anfangen müssen oder mit dem. Topf-Dingsbums. Ja. Mit dem Topf-Dingsbums? Torch. Also eigentlich müssen wir mit... Scheiße, wo ist die Murphy-Liste gerade? Also Piratenschatz, meinst du? Ja, das ist das Älteste, was ich jetzt sehe an DLC. Ja, warte mal. Das ist vom... Ja, das ist... Oktober und das andere ist eigentlich November 2020. Na gut, entscheiden wir uns jetzt nochmal um und machen jetzt den Piratenschatz. Das wusste ich natürlich jetzt nicht. Ja, fiel mir gerade so ein. Also, das ist auch ein Video gleich kommt gewesen. Cooles. Vor langer Zeit gab es einmal einen großen Schatz in der Wüste und die Kammerjäger fanden ihn und töteten alle Bösewichte. Ende! Nein, 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 so fängt man doch keine Geschichte an. Ich fand's ziemlich gut. Und ich finde, du kriegst diese Woche nichts zu essen. So fängt man eine Geschichte an. Legenden erzählen von Captain Blades verlorenem Schatz des Sandes. Von Beute so wertvoll, dass Männer den Sand rot färben würden, um sie zu kriegen. Von einer Piratenkönigin, mutig und gefährlich, die vor nichts zurückschreckt, um ihn zu finden. Von einem monsterhaften Leviathan. Von den Kammerjägern, die zur Wüstenstadt Oasis reisten, nichts ahnend von den Schrecken, die sie dort erwarteten. Na, kapiert? So geht das. Meins war kürzer. Dein Leben wird auch gleich kürzer, du kleine Drecksweise. Da wollte ich gerade sagen... Willkommen in meiner geliebten Stadt Oasis, Fremder. Wenn du mich nun bitte vor den dreckigen Sand Pirates retten könntest, die mir mein Wasser stehlen wollen. Ja, machen wir gleich.
jetzt zum dritten Mal, was ich eben schon sagen wollte, war... Achso, hast du schon ausgewählt. Ja. So besser, dass wir damit anfangen. Ganz ehrlich, das ist eine Queststufe 15 und das Rollenspiel Stufe 30. Okay. Ja gut, dann kriegen wir ja wenigstens noch ein bisschen was raus hier. Waffe und Schild. Ja, wollen wir mal gucken. So, nehmen wir uns Auto? Können wir nicht. Warum steht hier ein Catch a Ride, wenn hier kein Catch a Ride ist? Ich finde die Kisten-Looks cool. Die hatte ich eben nämlich schon gesehen und deswegen wollte ich sagen, ich finde die Kisten-Look cool. Ja. Der Kisten-Loot, Look. sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. So, Oasis. Town of Oasis. Ein Pirat voraus! Arrrr! Oh, was ist der süß? Geschütz auf dem Feld! Orgern macht! Wird lustig! Na komm, geh ich mal ein bisschen weiter vor hier. Ja, du bist auch so falsch. Falscher 50er. Friss Raketen. Vielen, vielen Dank, mein Freund. Ja. Jetzt, wo mein Wasser sicher ist, lass uns persönlich sprechen. Wie Menschen. Wie Menschen? Was für ein Krawall kommt da aus Oasis? Oh, sehe ich da einen Kammerjäger? Ich bin Captain Scarlet und irgendwas sagt mir, dass du es auf den Schatz abgesehen hast, genau wie ich. Also, es gibt zwei Möglichkeiten. Wir arbeiten zusammen und teilen uns den Schatz oder wir versuchen uns gegenseitig zu killen. Oder beides. Komm zu mir nach Wormwater, ja? Okay. Naja, der hat ja auch seinen Tag getan. Ich bin Shade und du bist der coolste Typ, den ich kenne. Bitte geh nicht. Bitte. Dein neuer bester Freund. Einfach nur Gideos. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. So, du hast Oasis von Piraten gesäubert und den exzentrischen Shade kennengelernt. Jetzt ist es an der Zeit, die Ärmel hochzukrempeln. Klammer ist das auf. Ein Anstarr-Wettbewerb? Den gewinne ich. Ich bin super gut im Anstarren. Ja gut, bildlich gesprochen, Klammer zu. Die sich ich Hände... Nicht. Ich fühle mich einsam. Dreckig zu machen, bildlich gesprochen, und der Suche nach tonnenweise Beute, nicht bildlich gesprochen, richtig loszulegen. Den gewinne ich. Ich bin super gut im Anstarren. Zahl doch mal den Schnut, Mensch. Die Bevölkerung Schlimm. Von Oasis dankt dir. Oh, beides Müll. Falls du nach dem Schatz des Sandes suchst, solltest du mit Captain Scarlet sprechen, sie sitzt im Wormwater. Du brauchst ein Sandskiff, um hinzukommen. Nimm meines, ist das Mindeste, was ich tun kann für den Fremden, der die vielen lebenden Menschen in meiner Stadt gerettet hat. Oh, du bist so cool. Okay. Oasis braucht deine Hilfe, mein Freund. Keine Party ohne Schnaps und Leichen. Okay, ich höre nichts. Rüger Bursche und okay, Alkoholiker. Wenn ich Whisky bekommt, könntest du mir bitte bei den Handelskarawanen in der Nähe besorgen?
Okay, war jetzt irgendwie nicht vertont. Nee, war nicht. So. Waffen! Gucken wir mal. Ich hab sie, du brauchst sie. Ja. Ich auch was. Ich hab sie und du brauchst sie. So, was hatte ich eigentlich für Nate? Waffen, Waffen, Waffen! Ja, bei den Nate war ich mir jetzt nicht so sicher. Reiß den Schurken den Arsch auf, ha? So, da hinten haben wir noch eine Quest. Holen wir uns die Quest als erstes ab? Jo, das so hier, nee, nicht Feuerwasser. Da wo ist das Catch-A-Way-Dingsbums. Ah. Das. Also für die Quest jetzt, oder wie? Ja, für die Hauptquest. Wenn du leben willst, dann kauf bei mir. Gucken wir hier erstmal rein nochmal. Was haben wir hier? Spawn 5 Bomblets. Naja. Wundervoll. Keine Gewährleistung. Muni nachkaufen. Komm jederzeit wieder. Schockresistenz, nee. Du bist doch Organspender. Dann hauen wir das Ding hier mal an. Nummer 5 lebt! Ups, verdammt. Oh nein, ist mein Sansgift zufällig gerade explodiert, sodass du noch ein wenig hier bei mir in Oasis bleiben musst? Verflixt aber auch. Nun, meine Freunde haben bestimmt einige Sansgift-Teile. Sie sind sehr freundlich und lebendig. Sprich mit ihnen, aber sei vorsichtig. Wenn du auf die flachen Sandflecken trittst, werden die Sandraupen dich hören und fressen. Und wer leistet mir dann Gesellschaft? Okay. Wo sollen wir nicht rauftreten? Auf flache Sanddinger? Kommt da jetzt ja. Ein Würmchen? Ich geh mal, wo das ist überhaupt. Hier in der Stadt, oder? Ah, ich denk mal schon. Damit. Drei sind an der Stadt und eine müssen wir über die Brücke. Obwohl, ich würde mich ja einmal fressen lassen wollen. Ich will mal gucken. Ob man das Ding überhaupt fighten kann. Bis jetzt. Ja, die Viecher kann man töten. Also ich dachte jetzt so Instant Dead, weißt du? Nee, nee. So hatte ich mir das jetzt vorgestellt, aber na gut, dann halt nicht. Das waren jetzt nur so drei kleine Viecherchens. Aber gut, dann hören wir mal auf den Lieben. Auch wenn wir jetzt schon OP hierfür sind. Ja, ganz ehrlich, die haben mir jetzt weder was gedrückt, noch habe ich wirklich Probleme mit denen gehabt. Das finde ich an Borderlands so ein bisschen schade, dass du halt mit denen, wenn du halt ein bisschen höher bist als die Gegner, dass du keine Probleme mehr mit denen hast, denn das ist zu leicht. Aber sobald die Gegner auf deiner Stufe oder etwas höher als du bist, dann, ja, gnade dir Gott. okay, sprich mit Yoko. Wie geht's? Man nennt mich Joko, den Joker, und ich bin ein echter Scherzkeks. Hey, hey, was ist der Unterschied zwischen einem Skag und Wasserknappheit? Gibt keinen. Sie bringen mich beide um. Ein echter Schelm, dieser Joko. Der hat sich neulich für eine seiner Witzgeschichten einen meiner Druckregulatoren geliehen. Finde ihn, und er gehört dir. Aha. Den hat er sich da oben geliehen. Na toll. Kommst du da rauf irgendwie? Naja, müssen wir hier von außen, oder? Ja. Ach, hier. So. Alle hops. Nein! Ich dachte, das geht fortlaufend. Kommst du noch ran? Hä? Nur noch ein paar Sandsgiftteile mehr, dann kannst du dich auf den Weg zu Captain Scarlet und dem verlorenen Schatz machen. Wie toll, dass du mich ganz allein lassen wirst. Okay, irgendwie macht der Typ mir Angst. So. Du meine Güte, eine neue Person hat Oasis verlassen, um mit mir zu sprechen. Und diese Person sieht auch noch so gut aus.
Oh, das ist Mrs. Blavis. Sei vorsichtig, sie flirtet ohne Unterlass. Ich komme mir bei ihr immer vor wie ein Stück Fleisch. Ich habe ihr vor einigen Wochen einen Kühlmittelverteiler geschenkt. Nimm ihn dir. Könnte ich wohl Pommes Fritz zu dem Shake haben? Du bist sehr attraktiv. Okay. Weirder Typ. Der wird immer schlimmer. So, machen wir da hinten noch den. Hoppala. Hi, Macker. Ich bin Jennifer. Klamotten und Jungs und Highschool und Tratsch. Das ist Jennifer. Nettes Mädchen, aber ziemlich naiv. Ich glaube, sie hat einen Magnet-Overthruster, den du für das Sandsgift brauchen kannst. Aha. Sowas hat man auch immer unter Bett, ne? So, jetzt ist es ja hier eigentlich nur noch über die Brücke rüber. Müsste ja easy losgehen hier. Oh, Kisten. Nehmen wir doch mit. Ich trau den Spalten nicht. Wo ist sie denn? Na, das hätte ich ja vorhin auch machen können. Nee, hätte ich nicht. Bin ja da unten gewesen. Ah, hallo Mensch. Ich fühle mich heute sehr gut und nicht tot vor Durst. Wie geht es dir? Ah, du hast Lionel getroffen. Wie geht es dir, Lionel? Noch nicht verdurstet. Wem sagst du das? Wie geht's der Familie? Nun, sie. Band Ende. Das ist eine tolle Geschichte, Lionel. Mein Freund, ich glaube, er hat irgendwo eine Triebwerkssicherung versteckt. Sie gehört dir. Okay, Band Ende. Irgendwo hat er was versteckt. Okay. Ist das jetzt dem Mistvieh sein Ernst? Das brauchen wir doch. Okay. Ich glaube, die knuddelt dich gerade. Schön weit aufmachen. Sauberer Abschluss. Jetzt hast du alles, was du brauchst, um das Sandskiff neu zu bauen. Dank der lieben Leute von Oasis. Ach, gut, dass wir so viel Wasser haben, sonst wären wir noch an Austrocknung gestorben. Ja. Bring bitte die Teile, die du gesammelt hast, an dem Sandskiff an. Du kannst es dann einscannen und von jeder Catch-a-Ride-Station generieren lassen. Von jeder? Haben wir jetzt ein neues Fahrzeug, ja? Was hast denn du für hässliche Viecher da? Oh Gott. Naja, down kriegt ihr mich definitiv so nicht. Noch einer. Treffsicherheit ist sowieso überschätzt. Du Mistvieh. Nee, den hast du ja gut einen vom Kopf gegeben. Kritisch. So, wow, gucken hier. Zack. Und wo ist das letzte? Alles repariert. Wundervoll. Drück bitte diesen Knopf, um das Gefährt ins Catch-a-Ride-System einzuscannen. Wenn du willst. Diesen Knopf. Okay. Knopf drücken. So,
kannst du dir an jeder Catch-a-Ride-Station ein Sandskiff generieren lassen. Doch bevor du zu Captain Scarlet aufbrichst, musst du nochmal zu mir kommen. Okay, gut, dann gehen wir nochmal zu ihm. Jetzt will ich die Quest fertig haben. Weil eigentlich müssten wir jetzt einen Cut machen. Aber jetzt will ich die Quest noch fertig machen. Aber wir können schon mit dir und hatte keinen Grund, dass ich dich herbestellt habe. Ich hab dich nur gern um mich. Gott, oh Gott, oh Gott. Da Shaders Hovercraft nun repariert ist, kannst du endlich raus zum Wurmwatter und Captain Scarlet ausfindig machen. Ich verbringe gerne Zeit. Captain Scarlet sucht den Schatz des Sandes schon seit einigen Jahren. Du solltest mit deinem Sandskiff losfahren, um sie zu treffen. Warum sagen die nicht Sandschiff? So, wir haben jetzt nochmal eins. Hab eine Menge Jobs für dich. Jo, merkt man. Sammle Piratenaccessoire für Jaco. Okay. Und hilf deinen Kumpel. Bitte geh nicht. Du hast Jocko getroffen, ja? Er ist ein einfacher Mensch mit sehr großen Träumen. Er möchte ein Sand Pirate sein, weißt du? Er wäre bestimmt super happy, wenn du ihm ein paar Piratenprothesen bringen würdest. Zähne, Holzbeine, halt solche Sachen eben. Okay. Und bei dem anderen? Was sagst du da? Wo hatten wir das? Lektion in Scarlet. Aushilfe war das, glaube ich. Nee, da sammelt er nicht. Wir haben aber jetzt schon wieder eine Quest hier am Quest. Jetzt geht's hier aber los mit den Questen, Digga. Mach da erstmal einen Cut. Ja, machen wir gleich. Die Questen will ich mal annehmen. So, die Vergangenheit begraben. Diese Mission beinhaltet Sprengstoff. Hört sich gut an. Du kannst Alberti Cullum mit dem Stalker-Problem helfen. Meine Urgroßmutter war eine Sandpiratin hier in der Gegend, aber ich will nicht, dass das jemand erfährt. Ihr altes Schiff liegt gleich vor Oasis. Du musst es versenken und alle Beweise für ihre Untaten vernichten. Hol dir den Sprengstoff, den ich für dich hinterlegt habe. Ja, Sprengstoff. Aber gut, machen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis dann.